Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Ys, The Ark of Napishim. Wir nähern uns der Spitze dieses Berges. Oh, und ich sehe gerade hier 3000 Gold. Exakt 3000? Ich glaube, das ist das Maximum unseres Geldbeutels und aktuellen Geldbeutels. Ja, wir nähern uns der Spitze des Berges und ich laufe in die falsche Richtung, weil ich glaube, hier war ich schon. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich auf den Gedanken, hey, ich könnte doch mal einkaufen gehen. Denn wozu habe ich ein Teleport-Item? Ha! Ah, teleportieren ist schön. Schnellreise. Das letzte Mal, als ich einkaufen war, musste ich den ganzen Weg laufen. Es war so anstrengend. Aber nicht dieses Mal. Naja. Aber prevents curse. Curse. Macht Sinn? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, deshalb kaufe ich es nicht. Noch ein kurzer Abstecher zurück. Ich glaube, es ist Zufall, dass ich 3000 Gold habe. Ich glaube, es geht noch weiter. Ansonsten kaufe ich mir halt nichts, bis ich den nächsten Geldbeutel habe. Oder ich kaufe mir demnächst mal dieses Curse-Teil. Aber genug der Vorrede. Der Gipfel. Oh, wie fies. Da kann man auch definitiv drüber. Ah, das sieht hier sehr gebaut. Oh, what the fuck. Altar of Brillant. Oh, ein Ohrring. Ja, der Altar sieht sehr schön aus. Teilweise zerstört, aber größtenteils intakt. Und hier sind... Was ist das? Ein Ohrring? Ah, ein Spiegelfragment. Der Spiegel wurde ja gestohlen. Ja? Hallo auch? What the fuck? Wer bist denn du? Du bist Jo. Löwentatzen, Löwenschweif, weiblicher Oberkörper, feurige Haare. Sieht ein bisschen aus wie Dean aus Legend of Zelda. Wie viele Legend of Zelda-Referenzen ich bringe, ich weiß es nicht. Zu viele. Work is boring. Ja, hast du Pech? Hä? Was willst du eigentlich? Winzling. Oh, verdammt. Riesige fliegende Krabbe. What the fuck? Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon. Kämpfe ich jetzt mit Fallen? Okay, ich habe ihn jetzt einmal getroffen. Oh, scheiße. Los, ihr Heilkräuter. Es ist interessant. Entweder ich habe keine Ahnung, was ich mache, oder ich bin schon wieder vollkommen unterlevelt. Hey, ein Critical. Okay, das war so ziemlich der sinnloseste Spezialangriff, den ich jemals gemacht hatte. Ja, komm, pack mal einen neuen Angriff aus. Oder nein, warte, mach's lieber nicht. Lass mich dich einfach zerstören und dann geh wieder. Ich bin nicht mehr sicher, wo ich überhaupt draufschlagen muss. Ich schlage einfach drauf. Aber aktuell fliegt er mir echt zu hoch. Komm hier runter hier. Oh. Ach, fick. Ah, ich kann die Items im Kampf nicht wechseln. Das ist mies. Hä?
Was zum Teufel? Irgendwelche komischen Pollen. Ich glaube, Ado ist bestimmt allergisch gegen Pollen, also lass den Scheiß. Und lande. Hä? Komm schon. Die machen bestimmt Aua. Ja, komm her. Danke dir. Oh! Hahaha! Ich bin zu schlau für dich. Ah, der Kampf sieht echt düster aus gerade. Ich mach viel zu wenig Schaden. Ach komm schon. Pollenangriff! Skorpion, Fledermaus, Krebs benutzt Pollenangriff. Oh, Critical! Was zum neuen Scheiß? Langsam ist das nicht mehr witzig. Landest du? Ach, verdammt. Noch ein Angriff und das war's mit mir. Oh, und da ist er. Oh, da war er wirklich. Ja, das ist deprimierend, dass es wirklich war. Ah, und ich komme nicht raus aus dem Bosskampf. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, seine Schwachstelle ist seine Schale. Ja, lass mich in Ruhe. Wie hat das jetzt getroffen? Das kann gar nicht getroffen haben. Ach, das kann auch nicht getroffen haben. Oh, zweimal getroffen, ja klar. Nein. Ach, lass mich ruhe. Ah! Komm schon! Was für ein behinderter Boss. Ich muss die ganze Zeit springen und fliegen, und obwohl ich nicht fliegen kann. Oh, ich dachte im Angriff wäre ich in dem Spezialangriff bin ich unsterblich, aber das bin ich nicht. Und somit hat Audrey gefailt. Gut, dritter und letzter Versuch. Wenn ich es nicht schaffe, mache ich noch ein Level Up, weil ich bin echt nah am Level Up. Und ganz ehrlich, ich mache keinen Schaden. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Nein. Nein. Wie trifft das? Wie groß ist die Reichweite dieser Angriffs? Scheiß Pollensturm. Pollen! Ja, komm runter und kämpf ihn, Mann. Oder ein Biest. Ah, da kommt noch einer. Jetzt komm runter und kämpf wie ein Mann oder Biest. Oh oh. Ach, komm schon. Ich war doch gar nicht mehr in Reichweite. Oh, ich habe aber schon ein Drittel der HP abgezwackt. Dennoch, Level Up ist sinnvoll. Level Up ist immer sinnvoll. Komm runter. Komm schon. Lass mich hier nicht hängen. Ach, komm. Nochmal, ehrlich. Ja. Das macht garantiert so viel Schaden. Nicht mit mir, mein Freund. Und nicht mit dir, mein Freund. Okay, ich dachte, er macht was Neues.
Oh, 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 oh. Gefährlich. Na komm, mach deinen blöden... Oh, komm schon. War das der Stein, der mir Schaden gemacht hat? Wirklich? Pollen! Okay, ich bin mir ziemlich sicher, ich muss noch ein Level-Up machen. Auf keinen Fall kann der so schwer sein. Weil so wenig Angriffsmöglichkeiten, wie ich hab. Der haut ja immer wieder ab. Der alte Feigling. Komm runter und kämpf wie ein Biest. Oh, komm schon. Ah, ah. Komm her. Mann, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Oh. Ein Angriff und dann abhauen, oder sowas muss doch nicht sein. Was soll denn dieser komische Schlafangriff? Oh. Okay, jede Palle macht 35 Schaden. Das ist ungünstig. Jetzt komm schon, das muss doch nicht sein. Oh. Die machen bestimmt irgendwas ganz Böses, wenn sie liegen bleiben. Also komm runter. Ja, am besten heilen sie noch. Oh, das wäre ja geil. Ja, natürlich. Zufälliger Stein tötet mich. Gut gemacht, Otto. Du bist einfach der Beste. Ja, nicht so prickelnd gerade. Aber was soll's? Das schreit nach einem Level Up. Ich schreie nach einem Level Up. Los, Level Up. Und wie ich gerade bewiesen habe, geht es über 3000 Gold, weil ich gerade 3020 Gold habe. Und euch hätte ich fast vergessen. Aber nun fast. Level Up. Das sollte auf jeden Fall meine Chance steigern. Dementsprechend gibt's gleich Kampf gegen großes käferartiges Biest Runde 2. Bin, wenn ich hingelaufen bin. Ich könnte mal einen anderen Safe-Slot benutzen. Naja. Los, Adol. Adol. Spring wie Mario. Die Frage ist, was macht dieses Spiegelfragment? Und mir fällt gerade ein, ich hätte ein anderes Item ausrüsten können, was mich mehr heilt. Naja, vielleicht schaffe ich es ja. Ich weiß nicht, um wie viel sich mein Schaden hier jetzt erhöht hat. Mir fällt auch ein, ich hätte mein Schwert verbessern können. Okay, ich versuche es jetzt nochmal, wenn der Unterschied wieder zu groß ist, was echt tragisch wäre. Na komm schon. Dann Schwert upgraden. Anderes Heilzeug ausrüsten. Ja, komm schon. Also ich glaube, ich mache mehr Schaden. Aber nicht viel. Aber ich mache mehr Schaden. Na, komm her. Pollensturm. Gibt's da nicht Smetbo oder so aus Pokémon? Konnte auch so ein ähnlicher Angriff. Mit so Schlafpuderzeugs, Giftsporen oder was weiß ich.
Komm. Aber zumindest die erste Phase ging jetzt wesentlich schneller. Jetzt lande. Tut mir den Gefallen. Tut er nicht, danke. Ich erwische ihn auch einfach nicht. Er ist einfach außerhalb meiner Reichweite. Oh fuck. Ach, komm schon. Kann doch nicht dein Ernst sein. Ein bisschen höher noch, Arthur. Ein ganz kleines bisschen. Naja. Oh verdammt. Treffer gemacht, Treffer kassiert. Hätten wir gleich viel Leben und würden gleich viel Schaden machen, wäre es gar nicht so schlimm. Oh nein. Wie ermüdend, mein Freund. Wie ermüdend. Ich will gar nicht wissen, was diese Käferkugeln machen. Ich will mich gar nicht von denen treffen lassen. Ah, scheiße. Schlecht durchdacht. Als Land. Ja, scheiß auf den einen Treffer. Oh, du standest gerade echt schön. Hey, ich bin schon bei über der Hälfte. Das ist cool. Jetzt kommt er wahrscheinlich in die nächste Phase wieder. Wo er seine Minions ausspuckt. Ja, sag ich doch. Oh, fuck. Das sind einfach tatsächlich Minions. Gibt's doch gar nicht. Oh, komm schon. So viele. Hättest du es nicht bei einem belassen können? Oh, komm schon. Langsam wird's echt lächerlich. Komm schon, Adol. Es sind doch nur noch 263 Schaden, die du machen musst. Ja, Pollensturm, mein Güte. Wenn ich dich dabei angreifen könnte, wäre es gar nicht so schlimm. Schaden. Ich habe keine Heiltränke mehr. So. Ich habe schon, aber ich kann sie nicht ausrüsten. Nein, ach, komm schon, Adol. 142. Oh. Die Spannung steigt. Der große Käfer gegen den kleinen Adol. Den kleinen Adol ohne Heiltränke. Ah, verdammt. Jetzt bloß nicht mehr treffen, Adol. 25 verdammte Schaden, das schaffst du noch. Ja! Der Gewinner ist Adol Christin. Puh, und ich glaube, ich bin in diesem Raum. Also dem. Oh, verkackt. Wo ich vorhin gesagt habe, da falle ich irgendwann runter. What have you done? Weißt du, meine Gute, in was für einem Ärger du jetzt steckst? Hey! Ah, oh, ich kann nicht fliegen. Schwert? Brillante. Unser zweites Schwert. 41 Stärke, 23 Stärke, was am Levelunterschied liegt. Aber es ist Feuerschwert. Es ist vielleicht etwas schwächer, aber es hat einen Angriff. Vor allem, wenn ich es endlich mal... Achso, ich kann mich einfach teleportieren.
weiß gar nicht, was mein Ziel jetzt ist. Muss ich wieder nach oben? Eine Nuss. Na, danke. Spiegelfragment. Fragment des Spiegels. So, aber ich bin noch nicht am Ende. Ich muss noch ein wenig machen, bevor ich diese heutige Folge beende. Erstmal muss ich mir entscheiden, Feuer oder Windschwert. Ich glaube, ich nehme das Feuerschwert. Was ist ein Feuerschwert? Ah, Cutscene. Cutscene. Hallo Uhr. Du bist also nach Hause gekommen. Gut gemacht. Okay, also als nächstes dann zum alten Mann. Oder wir gehen einfach so zum alten Mann. Wir kennen die schon. Ich hab doch gesagt, ich rette ihn, Mann. Ja, naja. Da ist das der Spiegel, der geklaut wurde. Aha. Okay, hast du noch was zu sagen? Nein. Nein, gut. Wo schaue ich zuerst nach? Erst in der Schmiede. Ja, ich könnte es plus 5 machen. Plus 5 könnte ein Maximum sein. Nein, ist es nicht. Feuerschwert. Explosion Magic. Explosion Magic klingt ziemlich mächtig. Wie hoch kriege ich's? Schaffe ich noch eine Stufe? Ja. Jetzt kosten sie gleich viel. Ich sollte versuchen, die beide möglichst hoch zu kriegen. Ja, das ist sogar stärker. Hast du was zu sagen? Okay. Ada mit dem Feuerschwert. Geh shoppen. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich High-Zeug kaufen. Eventuell. Wenn es nicht so teuer wäre. Wie viel Honey habe ich? Oh, ich habe 7 Honey. Na, danke. Kann ich halt mal, habe ich wieder 5 Nüsse, ist doch geil. Mal sehen. Waffen. 52 Schaden, damit macht mein Schwert mehr Schaden, also mein Feuerschwert mehr Schaden als mein Windschwert. Hat aber keine so coole Kombi. Schade. Ja, als nächstes werden wir das Spiegelfragment zurückbringen in den Stamm der Rede. Zur Schwester. Zu Olla wahrscheinlich. Und die wird uns dann wahrscheinlich oder voraussichtlich unsere neue Mission geben. Aber gut, das war's für die heutige Episode. Wir sind nämlich schon wieder mit unserer Zeit am Ende. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch Spaß gemacht. Es war ein sehr prickelnder Bosskampf. Ich dachte nicht, dass ich ihn jetzt doch noch schaffe. Aber egal. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Let's Play Ys, The Ark of Napishtim. Bis dahin, ciao ciao!